Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema blinkende Fingernägel. Das hier ist die Vergrößerung von einem blinkenden Fingernagel. Wie komme ich zu sowas? Naja, ich hatte im Physikunterricht eine Schülerin sitzen mit blinkenden Fingernägeln. Und natürlich hat es mich interessiert, wie das funktioniert. Bin zu ihr hin, sagte, ich will die auch. Und nach einem erstaunten Blick und nachdem ich sagte, und sie kennt mich ja auch schon, dass mich interessiert, wie das Ganze funktionierte, sagte sie, hier, komm, ich habe sozusagen einen noch zu viel, den kann ich mal ausleihen für das Video hier. So, und dann bin ich hergegangen, weil ich muss den ja zurückgeben. Muss ich mir irgendwie überlegen, wie kann ich den jetzt untersuchen. Also habe ich was ganz Einfaches gemacht. Ich habe eine Makroaufnahme mit meinem Handy gemacht und die vergrößert ausdrucken lassen. Das funktioniert sehr gut und ist fast so gut wie ein Mikroskop. Also wenn man hier mal guckt, die Vergrößerung kann sich durchaus sehen lassen. Und jetzt habe ich tatsächlich auch die Chance, ein bisschen was hier zu erkennen. Und man sieht, hier ist eine Schaltung drauf. Dieser und dieser Punkt sind miteinander verbunden. Das heißt, ich habe hier eine Spule, die offensichtlich wie eine Antenne wirkt, aber nur, ich habe das an verschiedenen, praktisch ein kabellose Ladegerät und so weiter, mal an verschiedenen Stellen dran gehalten. Das funktioniert nur mit der NFC-Antenne beim Handy. Also scheint die irgendwie so gestaltet zu sein, dass die halt nur dieses NFC-Signal sozusagen empfängt. Dann habe ich hier quasi einen Wechselstrom und der wird hier draufgegeben. Das hier in der Mitte ist die Leuchtdiode, also sprich das Ding, was leuchtet. So, und jetzt ist noch die Frage, was ist der Rest? Wenn mich meine Augen nicht völlig im Stich lassen, würde ich die beiden Sachen als Kondensatoren hier identifizieren, was auch Sinn macht, weil die LED, damit die ein Momentchen leuchtet, brauche ich halt eben irgendwo Kondensatoren, die sozusagen ein bisschen Energie speichern und die dann sozusagen über die Leuchtdiode werden die Kondensatoren entladen. So, was sind das dann? Naja, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man hier einen Strich und hier einen Strich. Das ist typisch für Dioden. Das heißt, diese Diode ist so geschaltet, dass sie in diese Richtung zeigt oder halt hier Minuspol ist in dieser und hier ist Plus, Minus, Plus und hier genau umgekehrt. Das heißt, dieser Kondensator, also praktisch hier ist Minus und hier ist dann sozusagen Plus. Und wie gesagt, über die Leuchtdiode wird der Kondensator entladen. Und schon habe ich blinkende Fingernägel. Ja, wieder was gelernt. Und eigentlich sehr spannend, wie klein eine elektronische Schaltung sein kann. Nämlich so klein, dass sie auf einen Fingernagel passt.